Hallo, hier ist wieder Udo Pipper mit einem neuen Video. In den letzten Jahren hatte ich viel zu tun mit alten Fender Stratocasters, die mir von Sammlern zur Verfügung gestellt wurden und wo ich ein bisschen Setup machen musste und teilweise auch Expertisen. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass die Gitarren eben besonders gut klangen. Und im Vergleich zu Custom Shop Strats irgendwie holziger, bessere Saitentrennung und so einen tieferen Grundton. Sehr schön, wie tief der Ton sein kann. Gerade in den tiefen Saiten, also mir kommt es darauf an, dass da eine Menge Saitentrennung drin ist, dass die Gitarre so einen kräftigen Grundton hat, ohne dass es wummert. Also die Bässe müssen tief sein, aber die dürfen nicht wummern. Und die Höhen, die müssen so ein bisschen wegschmatzen und dürfen nicht schrill werden. Und das ist so eine ziemlich sensible Balance, die man da erreichen muss. Aber wenn man das erreicht hat, dann ist wahrscheinlich eine Stratocaster die beste Gitarre der Welt. Kann man auch verstehen, warum so viele solche Gitarren spielen. Das hat mich interessiert und deswegen habe ich mich in den letzten 5, 6 Jahren damit beschäftigt, woran das eigentlich liegt, dass so eine alte Strat so viel besser klingt als eine normale Fender Custom Shop. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren, habe Pickups getestet, Tremolo-Systeme, habe mit der Elektronik ein bisschen gespielt und mit den Federn und so weiter. Das habe ich auch in Gitarre und Bass teilweise geschrieben in meinen Kolumnen. Und seit einiger Zeit habe ich ein paar Sachen rausgefunden, die ganz gut funktionieren, wenn man so eine Gitarre präparieren möchte, um so einen fetteren, tieferen, dunkleren und ansprechenderen Ton zu erreichen. Das Entscheidende ist immer, dass man am Anfang hört, wie viel Potenzial so eine Gitarre hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele, da hört man das gar nicht. Die sind so aus dem Laden ziemlich schlecht, haben so einen verwaschenen, flachen Ton. Die Höhen sind harsch, die Bässe sind so spongy und die machen eigentlich da gar keinen Spaß und deswegen verwenden da viele auch einfach Kompressoren, Fußdrähter, Delays und so weiter, um das so ein bisschen zu kaschieren. Aber im Endeffekt nutzt das nichts. Der Stratton ist immer irgendwie unterbelichtet. Und ich habe in meiner Laufbahn so viel alte Strats gehört, die richtig gut waren, mit denen es auch Spaß gemacht hat, einfach mal so ganz clean über ein Amp zu spielen, und das zeige ich euch hier in dem Video. Ich nehme die Gitarren dann auseinander
und checke mal, wie die gebaut sind und wie eigentlich die Einzelteile dieser Gitarre so klingen. Und dann baue ich sie wieder zusammen und fange an zu forschen und auszuprobieren. In der Regel fange ich an mit dem Primärton und versuche herauszufinden, wie klingt die Gitarre akustisch. Und das ist bei einer Stratocaster anscheinend entscheidender als bei einer Les Paul, habe ich irgendwie herausgefunden. Der Akustikton, der gibt schon einiges davon wieder, wie die Gitarre nachher über den Verstärker klingen wird. Und was ich nicht so mag, das sind so Strats, die so fizzlig klingen, die so, egal wie hoch man die Saitenlage hat, die klingen immer irgendwie schnarrig und fizzlig und der Ton, der kommt so nach dem Anschlag, entwickelt sich dann und naja, kurz gesagt, hat mehr Wirkung als Ursache. Und das versuche ich zu beheben, indem ich eben vor allen Dingen hier mit der Saitenaufhängung arbeite, hier oben mit dem Sattel und versuche einfach, das ist also manchmal gar nicht so leicht zu erklären, man muss da rumspielen eine ganze Weile, bis so der Primärton da ist. Und am besten ist es, man hört sich die tiefe E-Saite an. Die gibt sehr viel davon wieder, was die Gitarre dann nachher am M kann. Schritt tausche ich die Potis und achte darauf, dass sie wirklich genau 250 Kiloohm haben und nehme sehr, sehr gute Dimple-Pots. Die gibt es seit einiger Zeit wieder von CTS, sehr hochwertig mit Messingachse. Und tausche auch den Tonkondensator. Der Tonkondensator macht ganz viel an dem Charakter der Gitarre, auch wenn alles voll aufgedreht ist. Und ja, dann schließe ich den Bridge-Pick ab an das untere Tonpoti mit an, sodass man den auch so ein bisschen dunkler regeln kann, weil oft ist der ein bisschen hell und ein bisschen harsch und gerade wenn man so mit Overdrive-Pedalen spielt oder sowas, ist das ein bisschen nervig. Viele Profis haben das auch so. Bei der Gitarre hier habe ich jetzt auch noch den Lack entfernt und habe die einfach so Natur belassen, weil das ist eine Eschenstrat und die sieht eigentlich sehr schön aus. Und da sieht man so die Maserung durch und die ist hauchdünn mit Nitro-Lack lackiert und die Veränderung vorher, nachher, die war wirklich unglaublich. Also das hätte ich selber nicht gedacht. Was ich auch gemacht habe, ich habe die Halsrückseite abgeschliffen und neu lackiert und ich mache dann drei Federn rein und habe ein Vintage-Tremolo-System installiert, was es aber neu zu kaufen gibt wieder, Gott sei Dank. Und da ist so ein M6-Stahlblock drin. Und es sind andere Reiter und Madenschrauben und das macht auch was am Ton. Zum Schluss habe ich dann noch die Pickups getauscht. Hier sind jetzt Kloppmann-Pickups drin. 60s Set und es hat der Gitarre eigentlich recht gut getan, weil die haben so einen trockeneren, tieferen, fetteren Ton und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Vorbild war so eine 63er Strat und im Video, was ich zwischendurch hier immer mal wieder einblende, das ist eine andere Gitarre. Da habe ich genau dasselbe gemacht. Also ich habe die Hardware getauscht, die Elektronik und habe ein Setup gemacht. Und wenn man Glück hat, also das gelingt auch nicht immer, wenn man Glück hat, kommt nachher eine unglaublich klingende Strat raus, die also auch einer alten nichts nachsteht. Klingt nicht genauso wie eine alte, aber hat die ähnlichen
Tugend, kann man eigentlich sagen. Also diese Tiefe, die ist dann halt plötzlich wieder da. Und dann macht es wahnsinnig Spaß, eine Strat einfach mal clean zu spielen, nur an einem Amp, ohne irgendwas davor, was sonst eigentlich nicht so der Fall ist. Im Laufe der Jahre habe ich eben so ein paar Dinge entdeckt, die da ganz entscheidend sind, die ich auch, sage ich ganz ehrlich, nicht alle verraten möchte. Aber die Ergebnisse sind so gut, dass ich mir gedacht habe, ich mache da mal ein Video drüber und präsentiere euch eine von mir überarbeitete Strat an einem Marshall Bluesbreaker, den ich selber gebaut habe. Das ist so ein Replika, das hat sich ein Kunde mal gewünscht. Und das ist auch der ideale Amp für eine Strat. Also man denkt an Hendrix. Und diese Amps, die sind auch einfach Legenden und leider ein bisschen laut für heutige Verhältnisse. Aber der Ton ist einfach sagenhaft. Also es ist für mich nach wie vor einer der besten Amps überhaupt. Ein Bluesbreaker-Kombo oder ein JTM45 an einer 412er Box. Ich habe mir überlegt, weil das so gut funktioniert und auch mit vielen Gitarren erfolgreich war, biete ich das an als so ein Service. Es ist also ein Paket, dass ich in so Gitarren einbaue, ohne jetzt irgendwas am Holz oder am Lack zu ändern. Das heißt, man kann die Gitarren wieder zurückbauen, wenn man sie mal verkaufen möchte oder besser nicht, weil der nächste Besitzer wird sich darüber freuen. Also es ist nichts, was so den Wert beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil, ich denke mal, die Gitarren, wenn die so klingen wie im Video, dann sind die eben auch noch wertvoller. Und das Stratocaster ist eben ein Bausatzsystem für mich nach wie vor, wo man eben Teile tauschen kann. Und wenn das was bringt, dann sollte man das auch machen. Also wie gesagt, ich habe bei dieser Gitarre hier und auch bei der Gitarre im Video die Pickups getauscht, die Hardware und die Elektronik. Und zwar so, wie das eigentlich für eine Stratocaster gehört. Also da ist jetzt nichts mit Dummy Coils oder irgendwelchen Switches mit drin, sondern das ist einfach Standard Strat. Es geht einzig und allein darum, dass sie nachher optimal klingt. Dann meldet euch bei mir. Ich habe eine Homepage www.udopipper.de. Da sind meine Kontaktdaten drauf und dann könnt ihr mich anrufen oder mir eine Mail schreiben und dann können wir uns darüber unterhalten, was man mit einer Strat machen kann und was das kostet und so weiter. Ich scheue mich nicht, auch hinterher zu sagen, wenn eine Gitarre so ein geringes Potenzial hat, dass all die Maßnahmen nichts bringt, dass man sagt, wir lassen das. Kauft ihr eine andere Stratocaster, mit der geht es leider nicht. Es geht nicht mit jeder, aber mit den meisten kann man einiges machen. Bevorzugt tune ich Fender Custom Shop Strats, Master Builds und hier und da auch mal eine Partscaster, aus dem man dann auch manchmal ganz gut was rausholen kann.